Hallo und herzlich willkommen bei Virtues und einer neuen Folge. Läuft bei dir QActiverse jetzt auch mal ein bisschen bergauf. Letzte Folge haben wir hier diesen Abschnitt fertiggestellt. Ich habe mal die Türme links und rechts noch hochgezogen. Sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Was ist denn hier jetzt kaputt, ey? So. Na, also ich finde auch von unten, das wirkt ziemlich gut. Das Ganze müssen wir, also ich will jetzt die Türme weiter hochziehen. Ja, toll. Die sollen jetzt ein bisschen breiter werden oben. Deswegen hatte ich hier unten ja auch mein vorbereitetes irgendwie. Ich muss gucken, wie ich das mache. Ihr bleibt einfach mal dran. Dazu versuchen wir einfach mal hier hochzukommen. Materialien habe ich ja besorgt. Muss man auch nochmal erwähnen. So, und jetzt wird es halt ein bisschen kritisch. Also eigentlich, ich habe keine Ahnung. Sollen die halt ein bisschen breiter werden? Aber machen wir das mit Holz? Machen wir das ohne Holz? Machen wir das mit Holz? Wäre ja mal nicht verkehrt. Das heißt aber, ich sollte hier vielleicht ein, zwei Stufen runtergehen. Oder die lasse ich mal so, sagen wir mal so. Die lasse ich mal so. Also ich muss quasi erstmal hier so rein provisorisch auf diese Ebenen kommen, ne? Fragen über Fragen. Brauche ich auch noch die anderen Ecken. Ja, shit, da müssen wir erstmal wieder runter. Ich glaube, ich nicht im Petto. Aber die gehen ja zügig. Machen wir einfach mal eine Handvoll. Ziehen wir die mal durch. Wir gucken. Ganz entspannt. Was ich jetzt eher sehe, ist, wie wir hier den Übergang machen. Warte mal. Nehmen wir noch mal weg. Nehmen wir hier mal. Ne, warte. Steuerung den. Einfach mal ein bisschen rum. Sollten aber wenn denn schon alle in eine Richtung zeigen. Wir probieren es einfach mal. Wir gehen mal einfach mal rum und gucken uns das mal an, wie das so bis dato aussieht. Das wird ja erstmal interessant. Falsch, weg damit. Sup, sup, sup.
wie kommen wir hier schon ans Ziel? An ein akzeptables Ziel. So. Ja, ich muss ja hier komplett rum. So, was sagen wir denn hier von unten zumindest? Sieht merkwürdig aus, ist aber noch vertretbar. Aber hier müssen dann auch noch Ecken rein. Um die Rundung ein bisschen zu gewährleisten. So, jetzt gucken wir nochmal, ja, das hier schick machen. Ja, so. Ne, ich habe das gewichst. So, die mal hier so außen ran. Bringt ja nichts, nur einen halben zu checken. Wir müssen dann alles checken, ne? So. Jetzt hier auch erstmal gucken, wie wir hier auf den Nenner kommen. Sagen, wie komisch sieht es aus, aber es geht eigentlich noch. Na komm, ich komme auch wieder hoch. Versuchen wir wenigstens mal einen hier irgendwie richtig hinzubekommen. Zack, zack. Ja, einfach wird was anderes. Damit haben wir die Seiten. Was machen wir jetzt hier mit der Geschichte? Will ich die rumziehen oder will ich die nicht rumziehen? Ich würde die schon gern rumziehen. Sind. So, so haben wir ja alle Seiten, ne? Mehr sind es ja nicht. So, wie übel sieht's aus? Aktuell noch okay. Irgendwelche Sichtungen hier, ne? Jetzt habe ich mir nämlich auch schon fast gedacht, dass ich das hier weiter wegnehmen muss.
dann wird man auch erst das komplette Ausmaß sehen. Ich brauche mehr von den Dingern. Das heißt, ich brauche aber auch mehr Wutschriegen. So, sollte reichen. So, lass mal die kurz mal laufen. Ah, hier, meine gelbe Truhe. Finde ich auch mega cool. Boah, Bett ist automatisch gelb, obwohl es das billigste war von allen. Hat schon Vorteile manchmal. Würde ich sagen, ne? Weggekickt. Mal weg. Dann müssen wir hier dann gehen die auch schön ineinander über. Das finde ich mich auch gar nicht so verkehrt. Wenn ich die eine Seite habe, ich glaube, ich kopiere mir die dann aber rüber. Ich habe keinen Bock drauf, die dann noch mal zu machen zu müssen. So, Check-up. Das ist okay, okay, okay. Jetzt würde ich noch mal hier den. Zitrone. Das ist der falsche. Shit. Oder? Wirkt das jetzt nur durch das Licht so? Nee, ist der richtige, es wirkt nur durchs Licht so. Und jetzt mal wieder den in Black. Ist ja kein ganz schwarz, ist ja ein dunkles Braun. Sollte man vielleicht noch mal erwähnen. So. Ja, es wird interessant. Interesting. Wie ich die hier miteinander verbinde. Ach nee, Quatsch, das ist jetzt Blödsinn gewesen. Ich wollte die eigentlich hier dran haben. Das machen wir mal so.
Gucke später, ob ich da noch die Ecken reinsetzen soll oder nicht. Aber erstmal nicht. Komm her. Ich will nur da unten das ab. Check-up. Jetzt kommt sie auf jeden einzelnen Stein quasi an. Das sieht schon krass aus. Ich finde schon, die Farbwahl ist interessanter. So, jetzt geht es aber hier oben ein bisschen anders weiter, war zumindest mein Plan. Ja, ja genau. Dahin. Ich finde das jetzt hier wieder ein bisschen zusammen. Gar nichts. Die Ecke habe ich jetzt so gehandhabt. Aber die Ecke habe ich doch hier so gar nicht. 1, 2, hier ist irgendwas anders. Der ist logisch. Habe ich den da mehr? Der ist falsch. Nee, eigentlich nicht. 1, 2, 3. Hä? 1, 2. Der geht rum. Den jetzt hier nicht. Deswegen. Okay. Fehler gefunden. Der hier ist auch nicht falsch. So. Passt. Jetzt können wir hier nämlich den Turm schön weiterführen. Dazu gehen wir aber erstmal. Fragen über Fragen. Funktioniert auch nicht immer. So. Überschüssiger mal weg. So. Will ich ja schon gern noch mit dem Holz ein bisschen. Oh, will ich das? Oder lassen wir das hier mit dem hellen Holz jetzt? Ich könnte das jetzt mit dem hellen Holz auch fortführen. Wir gucken einfach mal, wo uns der Weg hintreibt. Da habe ich 1, 2, 3.
1, 2, das heißt hier müsste der rein theoretisch noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Ich glaube, das wird gut. Dann will ich hier nämlich auch die Zitrone weiterführen. Noch einen nach hinten. Glaube ich auch nicht so schlecht. Aber den kann ich ja lassen. Rein theoretisch ja nicht. Funzt das hier wieder nicht so ganz. Ich muss mal gucken, was besser aussieht. Nee, ich mach den so. Ist trotzdem, glaube ich, rund genug. Ja, welche Seite fehlt noch da drüben? Ziehen wir erstmal hier so, dass wir was sehen. Auf eine Ebene anpassen hier. So. Ich glaube, das hat schon was. Hell erleuchtet das Ganze. Doch, ich glaube, das kann man so verkaufen. Ich glaube, das wird richtig gut. Wenn es euch gefällt, dann ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen und nächste Folge wieder einschalten. Ich baue den Ticken höher, mache den Innenausbau wieder soweit. Dann können wir das, den hier soweit schon mal durchziehen und dann kommt da irgendwann noch eine Blueprint dran. Aber ich gucke erstmal die Mitte an, wie hoch ich den setzen muss. Alles peu à peu, bis zum nächsten Mal und tschüss.